Willkommen zum zweiten Teil von den CT-Türmen, und zwar Cyrus-Turm. Oder Sirius-Turm. Oh, Cyrus, Sirius, Sirius. Sucht euch was aus. Das ist der, wie gesagt, der zweite Teil davon. Es gibt insgesamt drei Stück. Wir laufen den Turm im Prinzip hoch. Dieser Turm ist jetzt eigentlich, ja, der einfachste der drei. Ich stelle mich jetzt hier vorne an den Etheriten und warte im Prinzip darauf, dass die Leute, oben den Etheriten aktiviert haben. Das ist der Weg für die Faulen. Also für mich. So, aktiviert, und dann machen wir einfach Teleport. Das ist das Schnellste. Und damit kommen wir auch zu der ersten Ad-Gruppe. Ach, sind einfach nur Ads, einfach umklöppeln. Und fertig. So, und geht's. Heißt der Monk hat Positionen, aber ich level den. Mehr nicht. Der dauert ungefähr im Durchschnitt 20 Minuten. Derzeit läuft auf Mock Event, also Mock Event. Aber dazu in einem separaten. So, alles umgehauen. Lebt noch irgendwas? Ja, tut es. Prügeln wir das jetzt weg. Das geht, wie gesagt, relativ fix. Es gibt hier zwar, also man kann ja theoretisch auch leveln drin, aber es gibt nicht so viel XP. Ich mache das jetzt mit meinem Mönch aus dem Grunde halt wegen des Event, was läuft. Und mit diesem schönen Event kann man sich halt Mounts verdienen und so. Aber wie gesagt, zu dem Event, das ist jetzt nur, und dazu gibt es dann später mehr als Video. Da kommen wir auch zum ersten Boss. Dieser erste Boss kann nicht sehr viel. Wir sehen diese Blitzdinger hier. Die brauchen wir in der Theorie. Also die normale Mechanik sieht so vor: Wir kriegen gleich irgendeinen Spieler, kriegt einen lila Strahl. Der zieht den lila Strahl durch die Blitzplattform und die Blitzplattform kriegt einen Stack. Davon gibt es drei Stück, nur jeder Ecke eins, und alle drei müssen dreimal aufgenommen werden. Da sind sie auch schon. Die zieht man normalerweise einfach nur durch das Ding. Wie es da vorne schon jemand tut. Und dann kriegen die eine Aufladung. Das tut man normalerweise überall. Aber inzwischen ist das so. Man kloppt nur noch auf den Boss. Der Rest ist im Prinzip egal. Du kannst die Ads ignorieren. Das stört auch nicht. Das Wichtigste ist halt nur, dass du das halt auch machst. Also Damage auf Boss machst. Das sind jetzt diese Ads, wovon ich gerade sprach. Die können wir einfach ignorieren. Die machen runde AOEs bzw. Strahlen AOEs. Aber die tun halt nicht wirklich was. Strahlen AOEs sind einfach so. Mit den Dingern, da läuft man eigentlich nicht in die Runde, sondern läuft da vorne hin. Also die Erste. So, die Kollegen haben jetzt ein blaues Auto bekommen. Mit dem blauen Mark kann man, wird man eingefangen. Davon gibt es dann auch noch ein rotes. Und dieses rote Mark ist Feuer. Damit könnt ihr die Leute auftauen.
Oh, hier ist schon voll. Das heißt, wir müssen rüber zum anderen laufen. Mein Fehler, ich muss nur kurz was werden. Ja, aber wenn das nicht macht, explodiert die. Da sieht man das. Aber wie gesagt, die Mechanik kann man hier vollkommen ignorieren. Jetzt habe ich so eine Feuerkugel. Und habe sie auch abbekommen. So viel halt dazu. Ja, gibt es zu diesem Boss auch nichts zu sagen. Zack, das hier brauche ich nicht. Dann geht es auch gleich weiter zur nächsten Gruppe. Das sind dann normale, ja, normale Ads wieder. Die wechseln sich immer ab. Adbot, Adboss. Adbot, Adsboss, alles klar. Adsboss, Adsboss. Oh, rum läuft der Hase. Und so werden wir das auch machen. Hier sehen wir jetzt drei Ads. Normalerweise einen Tank, einen links, einen Tank, Mitte, einen rechts. Aber in unserem Fall übernehme ich das mal. Und dann wollen wir auch ein bisschen Attacke. Unser Tank hat schon übernommen. Das finde ich sehr gut. Ja. Und machen wir gleich weiter hier. Ich habe den Mönch früher mal aktiv gespielt, aber das war schon ein Zeit vorbei. Improvisieren ist gut und warte. Schön gedreht vom Tank. Anderer. Der Drache, der kann auch nicht wirklich viel, der macht einfach nur, das sind einfach nur Ads. Kann man einfach wegheilen, diesen Strahl, ausweichen und fertig. Hier gibt es im Prinzip das gleiche. Das sind halt Klone. Diese Klone müssen einfach umgehauen werden und dann geht's auch schon weiter. Ah, beim Umhauen. So. Wie kann man stunnen? Hier ist das gleiche. Schnell wegkloppen. Dann auch loslaufen. Da möchte jemand invited werden in einem Hunter-Kontaktkreis. Das Problem ist nur, er ist auf Phoenix. Wir sind ja auf Licht. Das geht ja nicht. Licht und Licht. Oh Mann, ey, mein Wort wird schlecht. Genau, der zweite Boss. Ne, das ist der dritte. Dieser Boss kann auch nicht atembaren. Viel früher war die Mechanik komplexer. Jetzt ist das eigentlich im Prinzip nur noch drauf rumgekloppt. Früher hatten wir diese Plattform, die im Hintergrund war, benutzt. Heute gibt es die halt nicht mehr. Heute ist einfach noch AOE ausweichen und nur noch Frostkloppen. Diesen Feldern einfach ausweichen, die machen halt nur ein bisschen Schaden. Können nervig sein. Zack, bam, boom. Warum springt denn der Typ nur, der soll irgendwas machen? Diese Uhrwerke, die kann man jetzt ignorieren. Früher musste man sich da reinstellen und die kaputt machen. Es gab hier früher auch noch so Art Roboter, die muss man auch dazwischen schalten. Ich kann das mal demonstrieren, zack, bam, das passiert, wenn man da reinkommt. Aber die Mechanik gab es früher, heute gibt es ja nicht. Man wird halt unsichtbar. Das war Raid-Schaden.
Weiß aber auch schon mit dem Bus. Damit gehen wir auch schon zum vorletzten Boss. Wir sind von da unten gestartet, sind schon hier oben. Hier gibt es jetzt noch eine Ad-Gruppe, der rote Drache. Der fällt irgendwann vom Himmel, wenn die Ads tot sind. Irgendein Spieler kriegt ein grünes Mark über den Kopf. Der das grüne Mark hat, sollte aus der Gruppe gehen. Tut er das halt nicht, ist halt blöd für ihn. Da ist das grüne Mark und jetzt spuckt der Drache gleich Feuer auf den. Dem kann man halt ausweichen. Und jetzt stürzt der Drache gleich hin. Nachdem er noch eine Runde Feuer gespuckt hat. Und dann hauen wir ihn auch gleich weg. Mit einem Drachenkick. Auf zum letzten Boss. Das heißt letzter Boss. Vorletzter Boss. Das ist Ammo. Vorletzter Boss. In der Instanz. Der ist an sich eigentlich ganz lustig. Kann aber auch anstrengend sein. Machen wir einen Drachenkick. Das schwimmt wieder. Gib ihm noch einen Debuff. Machen wir dann von. Ich glaube, der Angriff war von der Seite, wo er mehr Damage macht. Ich glaube, der ist von der Seite. Erstmal kann ich gar nicht machen. Und dann müssen wir die Kunkums hier kaputt machen. Ich erzähle ja gar nicht, ich trottel. Die Kunkums ist ganz wichtig, wenn ihr so eine lila Kugel habt. Geht damit auf den Kunkum. Irgendeiner hier im Spiel hat eine Bombe. Das hört man auch, dieses Bum Bum. Das schubst Spieler weg. Wichtig ist auch das Nebenprodukt hier. Einfach kaputt hauen. Macht man das nicht, wird man stumm bzw. handlungsunfähig. Diese lila Kugeln, was ich ja schon erwähnt habe, damit könnt ihr auf die Kunkums laufen. Die bekommen dann, die werden dann halt kleiner und kriegen schneller Schaden. Macht man diese Nebenprodukte nicht kaputt. Kriegt man Stummheit. Manche Spieler kriegen diese Bombe, von der man hier gerade getroffen wird. Hat man die weg von der Gruppe. Jetzt seht ihr diese Schlangen als Frösche. Und wird manche Spieler, wenn in Frösche verwandelt, sollte man sich tunix von den Dingern weghalten, weil die einen verfolgen. Man kann die aber auch als Frösche angreifen. Aber wie wir hier schon sehen, kriegen die Frösche mehr Damage, als uns lieb ist. Jetzt kommt der Klimamax, das ist die Special Attack von ihm. Da stellen wir uns einfach hier hinterm Stein und dann passiert uns weg. Also hinterm Eisblock. Ein paar Spieler werden Eisblock, manche nicht. Wenn man das nicht tut, passiert dann genau das wie dem hier. Tod. Tod und Verderben. Ja, okay, Verderben, nicht gleich, aber tot. Und das war eigentlich auch schon die ganze Mechanik. Die ganzen Kampf.
bisschen AOE-Schaden. Und dann ist auch down. Dann gehen wir hoch zum Endboss. Endboss hin, Endboss her. Kennen ihn alle. Das ist die Kuppel vom Kristallturm. Und das ist der Endboss. Die Gruppe fängt irgendwann mal an. Ich weiß nicht. Ach, guck mal. Hier haben wir sogar eine richtig schöne Robe. Hier ist eine richtig schöne Robe. Die sieht so richtig schön schlecht aus. Also ich persönlich finde sie nicht schön. Dieser Boss hat mehrere Attacken. Das einmal Knochen- und Knöchelpresse ist einfach nur weg von ihm. Diese brennende Wut sind Heuchfelder, die unter manchen Spielern aufpoppeln, einfach auch weg. Jetzt geht er halt in die Mitte, beziehungsweise er wurde in die Mitte gezogen. Jetzt droppt er gleich gelbe Felder. Erstmal kommt noch so eine Aura-Kanone, die weicht noch einfach aus. Diese Felder meine ich. Nahkämpfer gehen vorne ran, Fernkämpfer gehen nach hinten. Wichtig, dass alle belegt sind. Sind die nicht alle belegt, gibt es unnötigen Damage. Unnötiger Damage ist unnötiger Damage. Ich wundere, das war eine Straßenbahn, aber es ist fast irgendwas wieder passiert. Jetzt haut er diejenige ab. Also jetzt haut das Bestchen ab und jetzt müssen wir diese Dinger kaputt machen. Stern, den Sternenfall. Davon gibt es mehrere. Der in der Mitte ist der stärkste, also der härteste. Und den sollte man auf jeden Fall kaputt machen. Da fällt nämlich so ein Meteor auf den Himmel. Auch in der Mitte. Fällt er in der Mitte vom Himmel, ist kein Wipe mehr. Aber früher war es im Prinzip immer. Früher hat man auch nicht so viel Damage auf die Dinger ausgemacht. Hat man das erledigt, geht es wieder von vorne los. Da. Diese Felder, die ihr da gesehen habt, da stackt man, damit man weniger Schaden kriegt nach dem Stack. Beziehungsweise wenn die ausgelöst haben wie jetzt, geht man drauf. Wenn man da nicht drauf geht, passiert nämlich dem Herren hier wie den Toten da etwas. Man stirbt. Und dann sollte man nach Möglichkeit gleich auseinander. Sonst stackt man die AOE-Felder. Da haben wir wieder eine Aura-Kanone, einfach ausweichen. Macht man das halt nicht, ist man auch am Arsch. Hier haben wir wieder ein paar Felder, die sollten wie gesagt alle belegt sein. Wenn sie nicht alle belegt sind, dann sehen wir, was passiert, wenn eins mal nicht belegt. In dem Fall waren sie alle belegt. Gibt es nämlich pro Feld, was nicht belegt ist, Schaden. So, jetzt geht der ganze Spaß nochmal los. Und zwar mit ein paar mehr Sphären. Macht man nicht genug Damage, sind sie weg. Feind vom Himmel, die Meteore und dann gibt es Damage. Aber im Normalfall sollte das möglich sein, dass nicht zu dem passiert. Oh, ich hätte meine Aura aktiviert. Ich mehr Schaden mache, ist aber okay. So, da kommt er auch wieder. Wie gesagt, diese Felder steckt man. Damit die Jungs möglichst wenig Schaden kriegen und wir auch so kurz machen. Das dann auch gleich aus. Da sind jetzt einige gestorben, weil sie es nicht getan haben. Also weil sie nicht draufgegangen sind. Die haben meiner Meinung nach auch Pech gehabt. Aura-Kanone, einfach ausweichen. Ja. Hier haben wir wieder ein paar Felder.
nach Möglichkeit alle belegen. Hier sind zwei unbelegt. Wir werden gleich sehen, was passiert. Da gibt es nämlich pro Feld magische Reaktionsdamage. Den Damage, den wir haben. Das war's auch da.